weil sie die Blockaden nicht schaffen, zur Seite zu räumen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Hochbewaffnete, Moment, Ruhe. Nutzen wir die Empörung. Weil die Demo-Zeit vorbei ist. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ihr Lieben. Eine kleine, große Armee schwer bewaffneter, ein schwarz gekleideter Menschen sind nicht fähig, mit kleinen Kindern, die ein bisschen fehlgesteuert sind, fertig zu werden. Was ist das für ein Armutszeugnis für die Polizei? Genau! Wir sind mittlerweile von allen Seiten von der Antifa eingekesselt. Die Polizei hat es nicht geschafft, uns zu schützen. Oder sie will es nicht. Und da kann der WDR, der gerade kurz nicht mal eben interviewt hat, auch mal die Kamera draufhalten, wie er mit dem Versammlungsgesetz Missbrauch betrieben wird. Lieber WDR, wer sendet es ja sowieso nicht. So, es gibt für uns jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich löse an dieser Stelle hier die Versammlung auf oder wir lassen uns von der Polizei zum Bahnhof zurückbegleiten. Ich möchte das Ganze demokratisch mit euch gemeinsam entscheiden. Wir räumen die weg! Ich möchte, dass ihr ein Teil davon mitmacht. Dann bist du der Erste, der einfährt. Das ist das Problem, leider. Ja, Moment, wir machen ganz normales Abstimmungsverfahren. Natürlich ohne Arme hoch. Aber war dir das nicht klar, dass das so läuft? Weiter gehen! Okay, einmal zuhören. Der Einsatzleiter stand gerade bei mir. Seine Auffassung ist, wir gehen jetzt sofort zurück. Ich möchte eure Meinung dazu. Wer möchte jetzt zurückgehen? Das Problem ist, wenn wir die Versammlung hier auflösen, quatsch mir nicht dazwischen bitte, wenn wir die Versammlung hier auflösen, haben wir keinen Versammlungsschutz. De facto hatten wir ihn ja heute sowieso nicht. Wir werden jetzt beraten, was wir tun. Natürlich ist unser erstes Ziel, die Teilnehmer zu schützen. Und wir haben die Bilder, dass die Polizei nicht willens oder unfähig ist, eine relativ kleine Versammlung zu schützen. Wir haben Bilder, dass die Gegenseite schon die Straße mit Feuer benetzen muss, um uns aufzuhalten. Wisst ihr noch, was wir in Leipzig gemacht haben? Da hier einige Teilnehmer dabei sind, die nicht wollen, dass wir auflösen, weil sie nicht ohne Schutz der Polizei sein wollen, werden wir an der Stelle nicht auflösen. Die Teilnehmer, die zu... Die Kleinkriminellen kommen zu Dutzenden gerade hier hin. Wir wollen die Polizei auf Schutz zu machen. Die Leute, die wollen, drehen jetzt um und gehen mit Polizeischutz zum Bahnhof zurück. Was alle anderen machen, die es nicht wollen, für die bin ich nicht verantwortlich. Ihr seid keine Versammlungsteilnehmer mehr. Und wer möchte, geht jetzt mit zurück zum Bahnhof. Wir drehen an dieser Stelle um. Und wer der Meinung ist, dass die Polizei die Straße freiräumen soll, bleibt hier. Straße frei! Straße frei! Die Polizei!
Polizei ist unfähig, Störer hier in den Griff zu bekommen. Selbst die Polizei wird mit Äpfeln beworfen. Und es helfen noch nicht mal. Ich als Versammlungsleitung werde mich jetzt in die Richtung begeben und zurück zum Bahnhof gehen. Was der Rest macht, ist nicht mein Problem. Also, wir haben als Order beschlossen, den Schutz der Teilnehmer in den Vordergrund zu stellen. Und deswegen werden wir jetzt zurückgehen ein Stück und dann neu verhandeln. Die Leute müssen auf jeden Fall zusammenbleiben. Uns ist wichtiger, dass kein Teilnehmer verletzt wird. Natürlich, man muss weiter, soll man sich dann nach Hause schicken lassen, so Blödsinn. Ich möchte nochmal ganz kurz sagen, wollen die Leute, die wollen alle da durch, sie die verarschen zu lassen. Diese Menschen, die uns hier bewerfen und damit den Schutzbereich von Artikel 8 massiv tangieren, sind Verfassungsfeinde und Antidemokraten. Ihr seid Verfassungsfeinde, ihr seid Antidemokraten, ihr seid nicht besser als Faschisten. Schämt euch! Nazis raus! Geht nach Haus! Nazis raus! Geht nach Haus! Nazis raus! Geht nach Haus! Lass uns da hinstellen. Lass uns da hinstellen.
Einsatzleiter Meier. Sag mal, sag mal, kennst du das Lied? Da steht ein Pferd auf dem Flur. Ja. Kannst du das trommeln? Ja, Karnevalsmusik, glaube ich, ja. Aber guck mal, die haben ja Kölle erlarvt, da liegt alles schon am Boden. Das sind die Kamelle, ne? Ja. Danke. Ist zum Glück alles nur Wasser. Ah ja, das war erst aber am Anfang nicht. Stell dir mal vor, das wäre Säure gewesen, da ist keiner hinter sich. Sie stehen da im Schutz noch. Ja. Stell dir mal vor, das wäre dein Vorgarten. Der ganze Vorgarten. Was für asoziale Kinder. Sag mal, du Renitente. Du Renitente immer dabei. Ja, die haben mich mit. Ja. Guck mal, die wären sogar besser wie meine, die bei mir im Garten sind. Ja, waren. Ja. Ich weiß jetzt nicht, was der Tomatenbesitzer dazu sagt. Ja. Haben Sie Dosen sich geworfen? Ja. Nee, die haben mich nur mit Wasser vollgespritzt. Ja. Ja. Das war unsere Demokratie. Die haben wir es eben beerdigt. Wir hätten weitergehen müssen. Wir hätten aber nicht weitergehen müssen. Hätten wir uns, weißt du, ein Zettelverhältnis, das ist ja schon 1 zu 1 gewesen. Nee. Das ist es auch nicht wert. Das haben wir ganz gut erlebt. Ja. Ja, ja. Na komm, bist du ein Denken da? Zum Denken! Jetzt bist du ein kleiner Pisser, du, oh Gott! Hast du noch Haare zwischen den Beinen, oder was? Da stinkt dich hierher, geh mal los! Ihr seid doch alt genug! Ihr müsst doch euch nicht kennen! Seit den 60ern! Seid ihr so verblendet und macht den Kalten Krieg? Die jungen Kinder wissen es nicht. Aber ihr kennt es auch. Mann, ey! Zeig doch mal ein paar Herzchen. Ich kann nicht. Mach doch Bart frei. Wollt ihr ein Bart frei? Mach frei, genau. Lass ihn durch. So, ihr beide, macht mal ein Herzchen. Mach ich schon, mach ich schon. Ich kann nicht. Ich kann nur halbe. Halbe Herzchen nur. Ja, ich denke, wir räumen das Feld jetzt. Ne? Alle weg? Ja. Wer denkt jetzt, wie er nicht aufs Klo geht? Ja, kommt schon die Scheiße aus dem Kopf. Und das ist cool. Komm, Mädchen. Oh, Mädels, ja. Ich habe gleich 2 Mädels im Arm.
falsche Propheten! So, jetzt sind wir hier auf der Flucht hier. Was war's mit der Demokratie? Ich hätte schon lange fertig das Ding. Ja. Ich wäre nach einem Meter weg. Ich hätte da vorne gewartet. Wir hätten. Das war eine Falle, das war von vornherein klar. Ich kann es mir jetzt auch nicht mehr reden. Alerta! Alerta! Antifascista! Alerta! Alerta! Antifascista! Das war's mit der Demokratie. Du kannst keinen Krieg gewinnen, glaub mir. Das war's mit der Demokratie. Wenn man da nicht stehen bleibt, dann sind wir verloren. Ja. Das war ein Riesenfehler. Wir hätten hier gar nicht abbiegen dürfen. Ja. Haben wir letztes Mal auch gemacht und die haben jetzt so über Wasser und die Polizei hat ja voll mitgespielt. Ich habe gesagt, wir werden so lange festgehalten und dann, sobald wir am Bahnhof sind, sofort alle auseinander, weil die Demo-Zeit ist vorbei. Dann war es das. Im Endeffekt ist es jetzt so, jetzt sind wir wenigstens nicht das Blutopfer der Antifa. Hätten wir uns geteilt, wäre noch schlimmer geworden. Ja, dann wäre die Polizei gegen uns vorgegangen. Dann hätten wir alle Festverbot bekommen. Nein, nein, hätten wir alle. Ja, genau. Weitergehen! Geht bitte weiter! Weitergehen!